Im Kölner Stadtgebiet gab es im Jahr 2016 fast 50.000 Verkehrsunfälle. Sanitäter Roberto Moretti und Franco Fabiano werden in eine Fußgängerzone gerufen, in der ein ungeheuerlicher Vorfall zu einem schlimmen Unfall führte. Leitstelle Köln. Ja, Louis Süterbaum, meine Tochter wurde von einem Mopedfahrer angefahren. Zwei Schwerverletzte, bitte kommen Sie. Frau Baunach, ganz ruhig, wo genau befinden Sie sich? In der City-Südeinfahrt am Glaspavillon. Alles klar, ich weiß, wo das ist. Wir schicken sofort ein Rettungsteam los. Bleiben Sie vor Ort, machen sich bemerkbar. Ja, aber kommen Sie schnell, bitte. Am Einsatzort bietet sich den Rettungskräften ein erschütterndes Bild. Während sich die Melderin um ihre verletzte Tochter kümmert, liegt der Rollerfahrer völlig regungslos daneben. Tobi, macht ihr hier? Franco, wir gehen da rüber. Ja, okay, machen wir. Ja. Guten Tag. Sauer ist mein Name. Was ist das hier? Kann man das irgendwie abschneiden? Warte schon mal. Rucksack, Schere. Ich komme. Tausch mal eben den Platz. Guck mal hier, siehst du das? Hast du den Kopf? Ich hab den Kopf. Wir wurden heute zu einem Verkehrsunfall in einer Fußgängerzone alarmiert. Dort sollten sich zwei Verletzte befinden. Das bestätigte sie auch bei Eintreffen. Junger Mann, junge Frau. Wir hatten uns dann an der Einsatzstelle sofort aufgeteilt in zwei Teams. Wir haben dann wanderseitig die junge Dame betreut, die am Boden liegend vorgefunden wurde. Können Sie mich hören? Hast du sie? Okay, jetzt ab. Die Patientin reagiert. Ah, guck mal hier. Verbandsmaterial. Einmal den Mund aufmachen. Oh, scheiße. Richtig weit auf. Okay, so nochmal rausstrecken. Steig mal auf hier, ich will mal was sehen. Warte, ich komme mit Schere. Kein A-Problem. Kein A-Problem. Da gucken wir mal gerade mit dem Thorax. Jetzt bitte mal einmal Stethoskop. Was ist denn da passiert, ey? Okay, schneid auf. Hier, danke. Vielleicht ein bisschen. Kurz die Hand am Puls, ob wir ein C-Problem bei der Verletzung haben. Beim Unfall ist die Gitarre der Straßenmusikerin zerbrochen und ein großer Splitter hat sich in ihren Bauch gebohrt. Doch das soll längst nicht das einzige Problem der jungen Frau bleiben. Fertig? Okay. Mach ich einmal hinten drum. Okay. Okay, Stiffneck ist. Kommt. Und einmal Set für Zugang, bitte. Okay, ich mach. Ist dran. Warte, ich zieh. Muss mal hier hingucken. Ja, siehst du was? Guck mal, hat die Ohrringe? So. Keine Ohrringe. Keine Ohrringe. Doch, da Ohrringe. So, ich nehme mal den Arm, ja, das geht. Okay, ich hab sie. Ja. Ganz ruhig, ne? Okay, wir helfen dir. Wie heißt du? Wie ist dein Vorname? Ina. Ina, pass auf, wir helfen dir jetzt, ja? Okay. Machst du ihr einmal einen Zugang? Die ist jetzt erstmal weg. Was ist denn passiert? Machst du Zugang? Was ist da unten? Ich mach jetzt erst. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Kommt eine Sättigung? Nein. Okay, gut. Ich war Sättigung und Blutdruck, ja? Wir werden hier auf der linken Hand einmal pieksen müssen, ja? Dass wir da einen Zugang haben für Medikamente. Wir hatten bei diesem Einsatz mal wieder ein buntes Bild aus jeder Ecke etwas. Das heißt, wir hatten mehrere Verletzte, deswegen auch direkt mit zwei Teams. Da reicht ein kurzer Augenkontakt unter den Kollegen, um abzuklären, wer jetzt welchen Patienten versorgt. Ja, Angehörige mit dabei, unklarer Unfallmechanismus, die Polizei war mit vor Ort. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um den Patienten und dann müssen wir gucken, dass wir die einzelnen Bausteine dann wieder zusammenfinden. Becken ist auch stabil. Machst du schon in den unteren Extremitäten? Komm mal rüber zu euch. So, wie passt das denn jetzt hier zusammen? Wir haben noch keinerlei Erkenntnis. Wir hatten die Mutter gerade hier. Ja, die haben wir hier bei uns. Ja. Habt ihr irgendwelche Informationen? Ja. Lassen wir die Jungs in Ruhe arbeiten. Er hat nur gesagt, dass der Rollerfahrer jetzt hier angefahren kam, fing an zu schlingern und ist dann in sie reingefahren praktisch. So. Ja, vielleicht sagen Sie es einfach nochmal. Ja. Ja, der Rollerfahrer kam von da, ich weiß auch nicht, der wusste überhaupt nicht. Fuhr ganz normal. Ein bisschen lauter hier noch. Kam er ins Schwanken. Raste meine Tochter rein. Ich kann überhaupt nicht sagen, was da. Hat der Roller denn ihre Tochter getroffen? Ist oder? In den Roller reingegangen. Also der Roller hat sie getroffen. Ja. Ist der denn irgendwo der Fahrer? Hier auf dem nassen Boden irgendwie ausgerutscht? Auf dem nassen Boden nassen Blätter oder so. Und dann fuhr er es ganz normal. Und was, dann was überhaupt nicht zusammenpasst, unser hat Farbe, glaube ich, im Gesicht. Ich weiß nicht. Farbe? Also, ja. Vielleicht ist der Maler und Lackierer. Ja, aber der hat Farbe im Gesicht. Ja, vielleicht hat er vorher was angestrichen. Ja, nee, aber das ist so verspritzt. Das ist halt komisch. Also so, guckt euch das mal an. Ich habe das sowas noch nicht gesehen. Okay. Keine Verletzungen in unseren Extremitäten. Alles gut? So, der Herr. Der Mann lag auf dem Rücken, völlig blutverschmiert. Und ich ging vom Schlimmsten aus. Mindestens mit einer schweren Blutung im Schädel-Hirn-Bereich. Nach näherer Untersuchung stellte ich fest, dass also das vermeintliche Blut im Gesicht doch Farbe war. Für mich ein völliges Rätsel. Wie kommt die Farbe dahin? Er hatte zwar einen Sturz, aber die Farbe, die passte überhaupt nicht dazu. Und auch die Vitalparameter, die ich erhob, die waren alle in Ordnung. Habt ihr denn irgendwie Alkohol oder sowas vernommen? Er macht den Mund nicht auf gar nichts. Er reagiert überhaupt nicht, obwohl die kardiopulmonalen Reaktionen gut sind. Ja, ist kein Blut. Wir haben auch keinerlei Abschürfung am Helm. Also wir müssen nicht großartig. Wir gucken jetzt mal, dass wir vielleicht noch einen oder anderen Zeugen hier finden.
der hier irgendwo rumläuft. Da hat es ja noch einer gesehen. Ja. Also wurde auch noch gerade gesagt, er wäre auch nicht schnell unterwegs gewesen. Er wäre nicht schnell unterwegs gewesen. Er scheint wohl weggerutscht zu sein. Während die Polizeibeamten versuchen, das Rätsel um Rollerfahrer und Unfallhergang zu lösen, verschlechtert sich der Zustand der jungen Musikerin plötzlich dramatisch. Hallo. Augen auflassen. Hallo, was ist los? Die verdreht die Augen. Bleiben Sie bei uns, die Augen auflassen. Ja, mit einem Mal beklagte sie Schmerzen im Kopfbereich irgendwie. Und brach mit dem Kreislauf ein, war absolut nicht mehr ansprechbar, nicht mehr erweckbar, vollkommen bewusstlos, absolute lebensbedrohliche Situation. Da ging es wieder bei uns um Leben und Tod. Wie ist die Sättigung? Sättigung fällt. 82. Sättigung ist 80. Ja, Augen fallend. Auf, tief durchatmen, nicht angucken. Fallend. Ina. Mach die 15 Liter Augen Sauerstoff auf. Fertig? Ja. Hast du den Zugang schon? Ja, ne? Nachdem die junge Dame gar nicht mehr zu erwecken war, haben wir uns dazu entschlossen, den Kreislauf zu stabilisieren, ihr eine künstliche Narkose zu legen und sie anschließend künstlich zu beatmen. Okay, mach mal Maske drauf, ein bisschen Sauerstoff. Genau. Roberto, was auf, machst du im Schuss? Machst du im Schuss, ja? So, hier, voll vor. Atemfrequenz ist über 30. Und, ich bin jetzt bei 31, ist die Atemfrequenz. Markus, Brennmarker am Kopf, hast du gesehen an der Stirn? Vorsicht. Ja, jetzt okay. Gerade, wo die Mütze runter ist. Okay. Ja. Ja, unter der Mütze fanden wir eine große Prellmarke am Kopf, dass ihr schon irgendwie ein Schädel-Hirntrauma unterstellt werden musste, von dem wir ausgehen, dass sie sich wahrscheinlich schon im Rahmen dieses Unfalls irgendwie geartet ein Schädel-Hirntrauma zugezogen hat, das dann zu dieser akuten Bewusstlosigkeit führte, nachdem sie zunächst beschwerdefrei war. Okay, Sättigung ist jetzt bei 94. Komm, das reicht erstmal intubieren. Jetzt okay, ist, ich beachte so drauf. So. Geht fallend, geht runter. Wir das haben wieder 91 die Sättigung, nur dass du Bescheid weißt. Ja, okay, ich mache mir einmal das Stiffneck. Ich mache einen neuen Blutdruck. Ich mache das Stiffneck. Können Sie einmal ganz einmal außen rum zwischen Doktor und den Kollegen? Kommst du? Recap-Zeit über 2 Sekunden. Alles klar. Beatmungsbeutel aufsetzen. Für mich und für meine Kollegen auch spreche ich dafür, die große Herausforderung war, eigentlich diese Vitalparameter aufrechtzuerhalten. Sie gingen mit der Sättigung runter, der Blutdruck war stark in den Keller gegangen und das zeigt auch dafür, dass sie vielleicht auch innere Blutungen hatte und sie wirklich so weit stabil zu bekommen, dass wir in nächstliegenden Krankenhaus transportieren können, das war ja die Kunst. Wie kommt das denn jetzt auf einmal? Die war doch gerade mal ansprechbar. Ja, sie hat ja auch verdreht. Nicht mehr ansprechbar. Wahrscheinlich ein Schädel-Hirntraum. Die hat eine fette Prellmarke am Kopf. Achso, die haben schon gerade mitbekommen. Ja, ja. Haben wir doch gerade hier noch schnell versorgt. Ja, sie hat mit uns komplett geredet. Ja, müssen wir aber Gas geben. Ja, ich hab schon vor. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir den, pass auf, wir machen den Medomaten noch schnell dran und dann packen wir sie drauf, ja? Dass wir auf jeden Fall, da bist du, hast du Ruhe, oder? Markus? Franco, da wo du bist, meinetwegen gerne. Das hätten wir am Auto machen können. Oder pack mal eben mit an, die Trage rüber stellen wir schon mal dann. Ja. Tuch uns sicher? Ja. Sicher? Eins, zwei, drei. Und los. Okay, alles klar, super. So, ich kümmere mich um die Kabel. Komm einmal schon. Einmal hier, hey, schön bei uns bleiben, ne? Ja. Na? Zeig mal Sättigung. Du kackst uns hier okay. Nicht ab. Ja. Lass mal gar nicht zu. Wie alt ist sie eigentlich? 20. 20? Nee, 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 du bist uns zu jung. Du bist uns hier zu jung. Das läuft dir gar nicht. Quatsch. Sie kennen sie, ja? Einmal Kopf hoch. Ah, hab ich nicht mitbekommen. Okay, alles klar. Gut, wir kriegen das hin, okay? Wir kriegen das hin. Die junge Frau muss schnellstmöglich in die Klinik. Das Rätsel um den Unfallhergang soll sich nur wenige Momente später in der Fußgängerzone lüften. Wir haben uns im näheren Umfeld noch mal umgeschaut nach weiteren Zeugen. Hier ist uns dann ein junger Mann aufgefallen, der die ganze Zeit hier auch zugeschaut hat. Beim näheren Hingehen wollten wir ihn einfach nur befragen. In dem Moment hat er die Flucht ergriffen. Hallo, hallo, was? Warum läuft ihr mir hinterher? Was ja, warum läufst du weg? Ist alles gut? Alles ja, gut. Was, ich wollte das doch gar nicht. Lass mich doch jetzt mal. Komm, los. Kommst du? Was wolltest du nicht? Hör mal, wer von der Polizei wegläuft, hat irgendwie einen schwarzen Peter an den Füßen. Ja, ich wollte doch nicht, dass was passiert. Was? Dass was passiert? Was? Ja, keine Ahnung. Jetzt sind da die Rettungswagen und der was? Unfall und. Hast du da irgendwas mit zu tun oder was? Alles, was nicht passiert. Nee. Ja, komm, dass sich jemand verletzt. Du hast jetzt einmal schon einen Lauf gemacht, jetzt brauchen wir keinen zweiten mehr. Ist okay? Ja, der erste Satz war natürlich, was wollen Sie von mir? Ich habe nichts gemacht. Wir wollten ihn aber einfach nur zum Sachverhalt befragen. Und dann kam der zweite Satz, ja, ich habe das alles nicht gewollt. Ja, und da haben wir natürlich die Ohren gespitzt, weil so ein Satz, der bringt uns natürlich auf die richtige Fährte. Bei weiteren Nachfragen gab er an, er wäre bei einer Nachprüfung, er wollte lernen. Das könnte er nicht, wenn sie Musik spielt. Ich weiß nicht, ich dachte, vielleicht bringt das was, wenn ich sie
hier verscheuche oder so. Und dann, ja. Ich habe so eine Paintball. Kennen Sie Paintball? Ja, natürlich. So eine Pistole habe ich zu Hause. Er wollte das Mädchen treffen oder auf dem Boden vor ihr. Unglücklicherweise hat er den Rollerfahrer getroffen, weil er wahrscheinlich nicht der beste Schütze war. Der kam ins Schleudern und daher ist der Unfall dann passiert. Ein Umstand unglücklicher Umstände, muss man ganz klar sagen. Hier war nichts mit Vorsatz, aber es ist halt passiert. Und was das Ende ist, haben wir ja gesehen. Jetzt ist diese jetzt Scheiße hier passiert und das wollte ich doch gar nicht. Jetzt wird die Schuhe da kann ich raus. Doch gar nicht führen. Kommen Sie mal her. F2NF1, hört die Leitstelle kommen. Zeige mal den jungen Mann hier. Ja, wie der aussieht. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte doch nur, dass die weggeht. Also den haben wir jetzt getroffen. Auf dem Roller. Ja. So ein Glücksschuss. Ja. So, ja. Dann gehen wir jetzt gleich mal zu Ihnen in die Wohnung. Dann zeigen Sie uns mal die Paintball-Waffe, mit der Sie geschossen haben. Dann werden wir die sicherstellen. Sind Ihre Eltern oben? Wohnen die auch da? Ja. Sind Ihre Eltern oben? Ja, ja oder nein? Die, ja. Okay. Dann müssen wir sowieso mit Ihren Eltern sprechen. Genau. Und dann hat die Personalfeststellung erhoben. Moment, er ist jetzt zu sich gekommen. Vielleicht wollte er noch mal mit ihm sprechen. Ich höre gerade, der ist wieder ansprechbar. Ja. Ich denke mal, dass er halt in einem Shop drin war oder ähnliches. Alles gut wieder? Im RTW kam nun der Motorradfahrer glücklicherweise wieder zu Bewusstsein und war ansprechbar und alles war schien in Ordnung zu sein. Es handelte sich bei ihm offensichtlich um einen Stupor oder eine Art Schockstarre, die also durchaus mal auftreten kann in solchen Situationen. Lassen Sie sich untersuchen und wir sehen uns im Krankenhaus. Da machen wir dann alles Weitere. Ja? Alles klar. Ja, okay. Erstmal ruhig bleiben. Es war nicht Ihre Schuld. Machen sich keine Vorwürfe. Der Roller bleibt stehen. Wir sorgen dafür, dass der Roller wegkommt. Okay. Ja? Und dann kommt er erstmal zur Verwahrstelle und dann können Sie ihn abholen. Okay. Ja? Werden Sie erstmal gesund. Wir besuchen Sie im Krankenhaus, damit wir Sie ansprechen können. Okay. Gut, danke euch. Ja, wir haben dann den jungen Mann in seine oder in die elterliche Wohnung begleitet, weil auch seine Eltern zu Hause waren, um die auch mit der Situation zu konfrontieren. Wir haben dann diese Paintball-Waffe hier sicherstellen können. Diese Waffe ist natürlich kein Kinderspielzeug, das muss man ganz klar sagen. Die schießen Kugeln mit ungefähr 200 bis 300 Bar aus dem vorderen Lauf und aus einer Entfernung, sage ich mal, von 10 Metern aus dem Fenster kann das schon nicht unerhebliche Verletzungen mit sich führen. Deswegen ist der Gebrauch auch im öffentlichen Verkehr ganz untersagt. Ja? Und ich kann also jedem nur raten, mit sowas nicht auf der Straße rumzulaufen und spaßeshalber hier auf Leute zu schießen. Der Junge muss sich wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. In der Klinik hat sich herausgestellt, dass die Musikerin unter einer Hirnblutung litt, die aber problemlos operiert werden konnte. Sie musste lange auf der Intensivstation bleiben, ist heute aber wieder gesund. Der Rollerfahrer hat sich das Nasenbein gebrochen. Auch er hat sich komplett erholt.